Das heißt also, diese 50.000, 60.000 Kilometer von dünnen Nerven, die überall sind, die im Auge sind, die in der Blase sind, die in der Muskulatur, in den Gefäßen sind. Und es zieht sich die Muskulatur zusammen bei Stress, bei negativen Stress. Wir haben ja guten Stress und negativen Stress. Ohne Stress könnten wir überhaupt nicht leben. Wir brauchen den auch. Aber wenn der negative Stress, also die Belastung, lange anhält, dann kommt es eben zu chronischer Muskelverspannung, zu Kraftverlust, zu Bewegungsunfähigkeit oder ja, die Geschwindigkeit der Muskelaktivität lässt nach. Und wenn das lange anhält, dann kommt es eben zu einer Arthrose der kleinen Gelenke oder auch einem Bandscheibenvorfall. Also es hängt ganz stark zusammen, eben diese innerliche Anspannung und die Muskulatur. Das, was wir hier gesehen haben, sozusagen mit kleinen Miniaturaufgaben, Alexander, du kanntest das ja, beziehungsweise war das ja mit ein Grund, warum du deine Tenniskarriere aufgegeben hast. Letztendlich ja. Waren natürlich Abnutzungserscheinungen genauso, aber ich habe eines gehabt und das war eigentlich, wie ich zum Gerhard Eggetsberger gekommen bin, durch einen Kollegen, durch einen Sigi Bergmann, die haben damals, ich sag's wenn bewusst, Sie übers Feuer gehen haben lassen? Ja, so hart, die haben damals Versuchskaninchen gesucht. Ja. Ich war eines davon und bei mir waren es immer so Konzentrationsstörungen. Manche haben gesagt, die Angst vorm Gewinnen, wenn es eng geworden ist, das war zu Beginn der Karriere, wo man halt doch so weiß, man will davon leben und man kommt nicht unter diese ersten 100 und immer wieder, wenn es eng geworden ist, haben die Leute gesagt, konzentrier dich einfach mehr. Ja. Na, wie funktioniert das, wie geht das? Dann bin ich dort hingegangen, haben wir das Hirn auch gemessen und haben eine wahnsinnig hohe Muskelverspannung gesehen. Eben genau in dem Bereich, wie der Professor Merin gesagt hat, im Schulter- und Nackenbereich, immer diese Schutzreaktion, du bist am Platz gestanden, es ist der Breakball gekommen und manche haben gesagt, jetzt tun wir die Schultern runter. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und was das Interessante dabei war, dass das direkt bei mir Auswirkungen auf die Konzentration gemacht hat. Und das sehen wir jetzt bei den Seminaren, dass immer wieder Leute kommen, die haben da hinten eine Muskelverspannung, sagen, ja, das habe ich eh immer, das passt schon. Ja? Bis man denen dann erklärt und dann sehen sie manchmal, dass das direkt auf die Konzentration Auswirkungen hat und wie viel Energie der Körper braucht, dass er diesen Panzer aufrechterhält. Ich habe manchmal Leute gesehen, die haben so eine hohe Muskelverspannung, da kann ich mit 30 Kilo den ganzen Tag da in der Hand umrennen, zwei Sackerl, ich komme dort nicht hin. Mhm. Und das tragen die Leute den ganzen Tag mit sich herum und das gehört einmal gesagt. Und so wie der Herr Grönemeyer schon richtig gesagt hat, es gehört vor allem, die Leute müssen auch was tun. Es gibt super Therapeuten, aber sie müssen was tun. Und da muss man selbst halt einmal 5 Minuten investieren und dann hat man seine Übungen. Mhm. Können Sie übrigens alles auch auf der Homepage vom Institut für Leistungsmanagement nachlesen, beziehungsweise hat Alexander gemeinsam mit dem Markus Eggetsberger auch ein Buch darüber geschrieben, wo man ganz wichtige Hinweise dazu bekommt. Können Sie alles bei uns in der Redaktion erfahren, Kontakte, Informationen im ORF-Text auf der Seite 650. Wir haben aber jetzt noch ein gewagtes Experiment vorbereitet, denn wir wollen jetzt auch schauen, ob das, womit wir uns tagtäglich an Informationen, an Nachrichten umgeben, wie sehr uns das stresst, ob denn das in diesem Sinne auch auf den Rücken geht. Haben jetzt eine Filmzuspielung, die ich noch nicht kenne, vorbereitet, die jetzt zunächst einmal alle negativen, traurigen, dramatischen Schlagzeilen aus den nächsten Wochen zusammenfasst. Und wir wollen schauen sozusagen, ob wir das mit dieser Messung da jetzt, was das mit mir tut. Ich werde, damit sozusagen auch der Ton noch stärker auf mich wirkt, auch noch einmal einen Kopfhörer so aufsetzen und darf dann bitten. Hurricane Ike ist heute auf sehr gefährlich hochgestuft worden. Heider ist auf dem Transport ins Spital an seinen schweren Verletzungen gestorben. Mindestens 2 Menschen sind durch die Flammen bereits ums Leben gekommen. Vor einem Jahr noch über 14.000 Punkte. Die Suche nach Opfern ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Was hat mich am meisten gestresst? Ganz interessant, vor allen Dingen das Unfallauto, die ganzen Katastrophenmeldungen selbst haben relativ starke Muskelverspannungen gemacht. Mhm. Wobei man es bei Ihnen sieht, es ist sehr einseitig. Also das heißt, eine Seite spannt sich verstärkt an als die andere Seite. Das ist etwas, was man noch mit recht einfachen Übungen hinkriegen könnte. Jetzt haben wir im Vergleich dazu eine sozusagen Positivmatze, einen Entspannungsfilm vorbereitet mit Idylle. Ja, noch einmal schauen wir, was die jetzt tut im Gegensatz dazu, ob eben auch die Entspannung genauso konkret wirkt wie...
Können wir daraus schließen, dass ich Urlaub brauche? Vielleicht. Nein, aber wir haben eindeutig gesehen, bei gleicher Sitzposition ist das immer im grünen Feld bis im blauen Feld geblieben, also was eine recht gute Entspannung überhaupt in dieser Situation einer Live-Sendung ist. Ja. Ich muss sowieso ein Kompliment aussprechen, ich glaube, ich hätte viel höher bewertet. Aha. Na ja, schauen wir mal. Jetzt ist ja der Professor Grönemeyer da, jetzt ist die Entspannung auch da. Ja, genau, jetzt ist einmal der Stress von meinem Rücken gefallen. Herr Professor Merin, Sie wollen was dazu sagen? Ja, ich würde gerne sagen, Sie sind ein Medienmensch und ich denke mir, Sie reagieren daher etwas anders als alle anderen und haben daher sozusagen noch mehr ein ruhigeres Bild geboten. Jemand anderer, der das sieht und damit konfrontiert wird, reagiert sicherlich viel stärker. Und man kann das nicht genug betonen, was der Herr Antonitsch gesagt hat. Wir alle unterschätzen bei uns selbst den Einfluss der Psyche, der Dinge, die uns belasten. Wir nehmen sie manchmal nicht wahr, wir wollen sie manchmal nicht sehen. Wir verdrängen sie und spüren sie dann. Und man muss auch sagen, das betrifft uns beide, auch die Ärzteschaft unterschätzt noch immer diese Interaktionen zwischen Körper und Seele. Wir haben dann auch in der Ordination oft wenig Zeit. Das bedeutet, man muss ein viel längeres Gespräch führen, man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, um sie herauszufiltern und zu machen. Und daher geht das manchmal unter. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja festgestellt, dass alle psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen, Burnout und die damit verbundenen Rückenprobleme mittlerweile weltweit auf Nummer 2 aller Beschwerden hinaufgeklettert sind. Und das war vor 15 Jahren noch nicht so. Das heißt, dieses Leben, das wir leben, das Handy, das dauernd an ist, der Computer, den wir nicht abdrehen, wo wir noch am Abend hineinschauen, ob die Mails angekommen sind, den Samstag und den Sonntag, wo wir auch nicht sozusagen Ruhe geben, sondern noch immer mit der Arbeit konfrontiert sind, das führt dann dazu, dass diese Anspannung, die wir haben, nie in die notwendige Entspannung geht. Und keiner von uns hält 7 Tage, 24 Stunden Anspannung aus. Keiner. Wir brauchen diese Phasen auch der Entspannung und Erholung. Also in diesem Sinne entlasten Sie Ihren Rücken. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Dankeschön. Alexander Antonitsch, ich weiß, dass du auch mit Kindern gearbeitet hast. Wie schaut es denn da aus? Welche Erfahrungswerte und Ergebnisse gibt es da? Wir haben gemeinsam mit dem Markus eben ein Buch schon für Kinder gemacht und haben da, ich glaube, knapp 200 Kinder durchgemessen. Und ich kann nur das unterstreichen, was der Professor Merin gesagt hat. Auch dort ist es leider schon wahnsinnig spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir haben Kinder dabei mit Kopfschmerzen, teilweise mit Migräne, unglaubliche Muskelverspannung. Und wir müssen einfach den Kindern zeigen, wie man einen Stress auch wieder mal abbauen kann. Denn heute, wir haben keine Turnstunden mehr. Das war die natürlichste Variante, das abzubauen. Ja. Und da muss man wirklich losstarten, weil denen müssen wir helfen. Da können wir nicht erwarten, dass die das von allein machen. Darum geht es jetzt genau in unserem nächsten Filmbeitrag. Früher mal hat man gesagt, ja, Wirbelsäulenprobleme, Rückenschmerzen, das ist eine Altersangelegenheit, das ist längst nicht mehr so. Es fängt schon bei den ganz Kleinen an, wie Andi Glanschnick berichtet.